Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unseren Heimatgeschichten, wo wir jede Woche Land und Leute in Bayern erkunden. Diese Woche sind wir in einer Kleinstadt im Landkreis Kelheim, und zwar in Abensberg. Abensberg ist die Spargel- und Hopfenstadt und bildet das nördliche Tor zur Hallertau. 1348 wurde Abensberg zur Stadt erhoben. Mittlerweile leben dort um die 14.000 Menschen. Heute zeigen wir Ihnen Ausschnitte unserer Heimatgeschichten dieser Woche. Jeden einzelnen Beitrag finden Sie in kompletter Länge in unserer Mediathek. Und wir beginnen unsere Abensberg-Tour im historischen Herzogkasten, dem Stadtmuseum Abensbergs. Veronika Leikauf gibt uns einen Einblick. Und da sieht man noch Plakate, oder was ist das? Genau, es wurde natürlich schon früh Werbung gemacht. Ich meine, es wird hier als Guillermoz-Markt 1921 beschrieben. Und auch damals war Werbung natürlich ein großes Thema. Mhm. Interessant sind, wenn man sich die Sachen genauer anschaut, die Namen der Leute, die damals Werbung gemacht haben. Also wir haben dort Geschäftstreibende, die gibt es heute noch. Und wenn man Echt? Mit den Alteingesessenen hier ist, gibt es eine A- oder O-Moment. Ja? Ja, ganz häufig. Also das da wirklich haben wir, die Vorfahren da noch verewigt. Ja, also die Namen kennt man noch allgemein, die Familiennamen natürlich. Ich weiß nicht, wenn man hier mal Kneitinger rausholt, damals noch Konditorei, Café, jetzt Altstadthotel, immer noch direkt am ersten Platz. Holzapfel mittlerweile nicht mehr Schnittwaren, aber als Kleidergeschäft immer noch sehr präsent. Und da genau kommt bei dem einen oder anderen dann doch die Erinnerung an die Kindheit zutage. Und das ist einfach so ein wunderschöner Moment, den man im Museum einfach mit den alten Objekten machen kann. Das macht Spaß. Und so kann man quasi über das altbekannte Fest in Guillermoz auch andere Themen ansprechen. Es bietet so viel mehr so ein einfaches Plakat, als man eigentlich denkt. Stimmt. Und da sieht man auch ein paar Fotos davon. Ja, das sind ein paar Eindrücke. Hier haben wir einen Viehmarkt und deswegen, man sagt, es ist ein alter Jahrmarkt, der wirklich auch den Zweck damals hatte. Und ansonsten, ja, Spiel und Spaß standen trotz allem schon immer da mit in Verbindung. Überall gab es Kegelbahnen, man hat natürlich die unterschiedlichsten Unterhaltungsmöglichkeiten auch mit am Start, verschiedenste Theater. Den ersten Kinoapparat hatte man angeblich auch auf dem Guillermoz. Gibt es auch eine kleine Publikation dazu. Also man hat den schon immer sehr gefeiert. Das ist ein Ausnahmezustand. Im Positivsten wirklich. Ja. Aber ein historischer Ausnahmezustand, immer erstes Septemberwochenende. Und da, ja. Und bist du auch Fan von Guillermoz? Mittlerweile. Das muss man sein, wenn man abends verklebt. Den ersten habe ich verpasst. Da war mir die ganze Sache noch nicht so klar. Macht man einmal. Ja, okay, und dann? Aber er ist es auch wert. Jeden Besuch. Alle 5 Tage ist es wert. Ach, schön. Definitiv. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Gerne. Wenn Sie noch die Geschichte zu Graf Babo hören möchten, dann klicken Sie einfach in unsere Mediathek. Weiter geht es mit einem jungen Mann, der in der Musikbranche mit den ganz Großen zusammenarbeitet. Und wie er da so vorgeht, hat er mir gezeigt. Ich glaube, dass man sowas an einem Keyboard, an einem digitalen, an einem Computer nicht unbedingt einfällt. Da macht man alles, wie es gehört, wie es richtig ist, aber das geht ja alles schon mal gar nicht. Oder vielleicht einfach nur Sounds. Und schon geht da eine Tür auf im Film. Oder, keine Ahnung. Das ist bei Popmusik das Gleiche. Oder ein Orgelsound. Du kannst mit einem Keyboard einen Orgelsound machen. Aber nicht der Orgel aus den 50er, die Röhren hat, die lebt, die komische Geräusche macht. Magst du mal eine Note drücken, bitte? Genau. So, du spielst jetzt einfach eine Note. Und jetzt sage ich, ich habe keine Idee, wie fange ich in das Lied an. Es kann auch ein Poplied sein. Lass einfach bitte drunten. Und jetzt mache ich es nur mit Drawer. Dann drehe ich mit Leslie. Wow. Das gibt's ja gar nicht. Das alles geht mit Instrumenten, die leben. Ja. Oder dir was sagen oder vielleicht dir eine Idee geben. Mhm. Oder genauso mit Drum-Samples. Also ich kann natürlich Peng abrufen und es klingt wie ein Hip-Hop-Sample. Aber wenn ich genau das Lied erwischen will und die Intensität vielleicht von dem Text, da hilft es halt auch was, wenn ich die alte Kupfersnare von 1700, die ich vom Museum wirklich habe, hernehme und mit der die Musik mache, weil mein Anschlag und nicht das Sample bestimmt, wie es denn wirkt. Und vor allem, ich mache ja mehr Popmusik mit Gesang oder auch beim Filmscore ja sowieso, ist natürlich wichtig, wie die eigentliche Musik oder der Text oder der Sänger oder die Melodiebögen unterstützt werden. Nicht einfach, oh, die Snare klingt geil, pef.
Das ist schon mal wichtig, aber die muss schon auch wissen, finde ich, was da los ist. Und das geht mit echten Instrumenten. Also du bist da vom Geist eigentlich ganz offen und lässt deiner Kreativität hier freien Lauf, auch alles Mögliche einfach so auszuprobieren, oder? Du weißt manchmal gar nicht, wo es hingeht. Hier sind alle Mikrofone, ich glaube in diesem Raum sind 15 Mikrofone, am Start, jetzt an. Wenn ich jetzt hingehe, bum 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 mache, dann geht es über das Mischpult. Das ist jetzt alles gemiked, Stereophase gecheckt. Du kannst hier gerne dich hinstellen und singen. Das ist alles über die jeweiligen Mikrofonvorverstärker und Equalizer schon gepatcht und gemischt im Grunde. Das heißt, ich fange jeden Tag so an, wie bis meine beste Platte bis jetzt vom Mix, also die letzten 30 Jahre Mix machen es immer ein bisschen besser, die waren hoffentlich schon Nummer 1 und Platin oder und das ist mein erster Anfang. Das heißt, wenn ich hingehe, was spiele, was aufnehme, hört man schon zurück, so wie meine letzte beste Platte klang. Und dann kann ich immer noch sagen, ja, aber die Platte soll ein bisschen lauter sein oder ein bisschen weicher oder so. Auch dieser Beitrag liegt in kompletter Länge auf unserer Homepage. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's noch auf das Wahrzeichen Abensbergs und zu einem Herrn mit einem ganz ausgefallenen Beruf. Wir sind in Abensberg und besuchen heute natürlich den Kuchelbauer Turm. 2010 wurde der Turm eröffnet, nach Plänen von Friedensreich Hundertwasser. Hier vereint sich Bier und Kunst auf einzigartige Weise. Geschäftsführer Jakob Horsch führt uns durch den Turm. Mein Name ist Jakob Horsch, ich bin Bräu, 9. Generation vom Weißbierbrauer Kuchelbauer. Und wir befinden uns hier an einem ganz besonderen, einzigartigen Ort, nämlich am Bierort Bayerns. Denn hier hinten, hinter mir, fängt das Hopfenland Hallertau an. So, also hier startet also der Turm. Genau. Was sieht man dann da? Abensberg, meine Heimat. Also der Kuchelbauer, das ist die Erklärung, von wo der Name Kuchelbauer eigentlich herkommt. Also der Kuchelbauer war früher im 13. Jahrhundert quasi der Landwirt, der an der Preta Praetoria in Regensburg den bischöflichen Sitz immer mit den Lebensmitteln und Getränke versorgt hat. Und so ein Kuchelbauer, der Josef Amann, ist dann 1751 nach Abensberg an den Stadtplatz gezogen. Und da kommt der Name Kuchelbauer eigentlich her, beziehungsweise wie er nach Abensberg gekommen ist. Okay, gehen wir mal ein paar Schritte hoch. Ah, jetzt haben wir hier so kleine Zimmerchen. Genau, in diesen kleinen Türmchen oder Häuschen sind quasi die sind den Rohstoffen gewidmet. Die gehen jetzt bis hoch und das fängt mit Brauwasser an. Dann geht es weiter mit Hopfen, dann mit unseren Malzen, also Gerste und Weizen und dann noch der Hefe, den quasi Grundstoffen bzw. Rohstoffen vom Weißbier. Ja. So, Jakob, wie viele Meter sind wir jetzt hier hochgelaufen? Das waren jetzt 228 Stufen, also 28 Meter. 28 Meter. Aber fast so wie der Kirchturm. Ja, der ist noch ein bisschen höher. Der ist schon noch höher. Aber wenn man das erklommen hat, dann hat man sich immer ein schönes Weißbier verdient. Ja, das stimmt. Und sag mal, was ist dann hier noch in dieser Kugel? Der Kugel, das ist quasi unsere Aussichtsplattform, wo man quasi nochmal in alle Richtungen schauen kann. Die goldene Kuppel des Hundertwasserturms führt uns jetzt noch direkt zu der Person, die das Gold auf den Turm gebracht hat, dem Vergoldermeister Didi Feldmann. Servus, Didi. Ja, hallo. Hallo, ich bin die Servus. Sophia. Servus, grüß dich. Du bist Vergolder, oder? Also was ist denn das? Sowas gibt's. Sowas gibt ja nicht. Ja, ziemlich außergewöhnlich, aussterbender Beruf. Schon, gell? Ja, wie wird man das? Immer viel. Über Umwege bei mir, übers Handwerk, übers der Malerausbildung und war mir nicht genug und wollte noch mehr im Leben und habe eine zweite Ausbildung als Vergolder gefunden. Ist sehr schwierig, eine Ausbildung zum Vergolder zu finden. Wir haben nur noch fünf Lehrlinge in Regensburg, habe ich damals gelernt. Und heutzutage sind es gerade mal 3-4 Lehrlinge in Deutschland pro Jahr. Kannst du die dann auch ausbilden, theoretisch? Oder hast du auch manchmal Lehrlinge? Ja. Nee, ich habe immer Lehrlinge seit den letzten 27 Jahren. Und momentan zwei, unter anderem meine Tochter. Hey. Die größte Herausforderung meines Lebens. Sollten wir nicht tun, aber nirgends anders haben wir Lehrstelle gefunden. Dann ist mir nichts anderes übrig geblieben. Also das ist wirklich echtes Gold? Das ist reines Gold.
In 24 Karat, 23 Dreiviertel Karat. Es ist unglaublich dünn und man kann es auch nicht mit den Händen berühren, das wird sofort zerstört, sondern muss man mit dem Werkzeug, mit dem Lederkissen und dem Messer hier hantieren und dann vielleicht sogar mal, na, jeder Windzug macht natürlich Probleme. Und dann kann man es zurechtschneiden. Und jetzt kommt das Besondere. Unser Anschießer, ein Feehaarpinsel aus Eichhörnchenhaar. Wirklich? Ja. Das ist aus dem Orchkatzelschwarf. Jetzt weiß man endlich, warum das so wichtig ist. Das Pinsel können wir das Gold aufnehmen und dann irgendwo übertragen. Und wenn man da so einen Strahl hat, wie von einem Heiligenschein, dann wird hier das Gold aufgeschossen. Und tust du jetzt gar nicht mehr mit dem Pinsel drüber fahren? Das müssen wir jetzt erst einmal trocknen lassen. Mhm. Und dann wird es mit dem Achatstein, mit so einem Edelstein, wird das Gold dann anschließend noch poliert auf Hochglanz. Bis das dann so zum Glänzen anfängt. Oder auch bei der Reparatur kann man Gold dann wieder hier mit dem Tierzahn, früher war es ein Wolfszahn oder Hundezahn, wird das Ganze dann wieder aufpoliert. Und man könnte nie mit irgendeiner Goldfarbe das einfach machen. Es gibt natürlich Goldfarbe, aber man sieht es. Man sieht es. Erst einmal hält es nicht so lange, es wird relativ schnell braun. Und die Gold, den Charakter von Gold, den kann man mit Farbe nicht imitieren. Das ist nicht möglich. Es wird immer, man merkt es. Wenn Sie noch mehr über Barockengel, vergoldete Gitarren oder Luxusfüller sehen möchten, klicken Sie einfach in unsere Mediathek. Das war's aus Abensberg. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.